Jetzt können wir sie ehren. Die Seelen der Sakro sind bei der großen Mutter. Ihre Körper verweilen bei uns. Minang sagt, eine Zahe muss sie ehren. Ich werde es versuchen. Was kann ich tun? Edua sagte, dass einige der Sakru das Lager verlassen haben? Ja, der Absturz. Die Erschütterungen. Es muss furchtbar für sie gewesen sein. Keines ist zurückgekehrt. Ich möchte helfen. Ich werde nach ihnen suchen. Es tut gut, dich zu hören, Sotlek. Geht es dir gut? Besser als dir. Du warst lange weg. Die Himmelsmenschen haben neue Lager. Sie wollen uns fertig machen. Das lassen wir nicht zu. Wo bist du? In einem ihrer kleinen Lager. Nessim und ich haben es schon eingenommen. Komm, dann machen wir den Rest. Gute Nachrichten? Oh, okay. Tja, sieht aus, als würde es nicht richtig funktionieren. Ich habe viel RDA-Geplapper mit Beschwerden empfangen. Scheint ein Prototyp zu sein und alle hassen ihn. Ich habe über dieses System außerdem 3 RDA-Balance gefunden. Wenn du... Warte kurz. Also gut, wo waren wir? Ich habe über dieses System außerdem 3 RDA-Balance gefunden. Wenn du Sid da hochbringst, kriege ich definitiv Zugriff auf das taktische Überwachungsnetz der RDA. Dann sollte ich das Signal finden, das Sid durcheinander bringt. Koordinaten kommen. Super. Ich melde mich von dort. Hey, Mädchen. Nopsi. Alles gut?
gutes Mädchen. Ah. Atmung und Herz beruhigen sich. Geschafft, wunderbar. Sie kann nun ins Lager zurückkehren, wenn sie es möchte. Festgebunden. Steht dir, Nesim hat ihre Krieger schon ins nächste Lager geschickt. Ich sah Minang mit den Sakru am Absturzort. Die Sessua wollen Blut sehen. Das werden sie. Dahinter steckt Hording. Sie ist wieder auf Pandora. Auf Rache aus. Die Spiele boten einen perfekten Hinterhalt. Wir haben es ihr leicht gemacht. Das hätte niemand ahnen können, Sotlek. Ich schon. Ich war unaufmerksam. Das passiert mir nicht nochmal. Die ADA-Geräte sind hier immer noch aktiv. Irgendwas zur Kommunikation. Sid sollte dabei helfen können. Gut. Wir müssen alles lahmlegen, bis nichts mehr geht. Die ADA hat zu viel. Ich habe in meiner Freizeit Logistik. Ich befürchte, nichts wird je wieder sein, wie es war. Die Lachsheit, mir dabei aufgefallen ist, ist verstörend. Es gab einen Bericht über wertvolle Ausrüstung, die beim Transport am westlichen Flusszweig namens Reiterweite aufgrund einer nicht spezifizierten Bedrohung verloren ging. Wirklich! Ich halte die Bedrohung in dieser Region für leicht kategorisierbar. Sie hat entweder zwei Beine und einen Speer oder ein Gewehr, oder sie hat sechs Beine und will herausfinden, ob wir genießbar sind.
Gut, es gibt auch welche mit Flügeln, aber sie verstehen, was ich meine. Ich habe die Person ausfindig gemacht, die diesen Bericht abgesegnet hat und konnte klären, dass mindestens ein großes, aggressives Landtier für den Verlust verantwortlich war. Die genaue Art bleibt jedoch ein Rätsel, da sich diese Person sehr unkooperativ und feindselig verhält. Dazu sende ich später ein Separat. Ich habe jedenfalls Pläne entworfen, um diese Situation zu berichtigen, über die wir reden können, sobald Sie Zeit haben. Die ADA ist eine Seuche. Klemmt noch immer. Die Kinder finden ihren eigenen Weg. Kann ich immer noch nicht hacken? In der Nähe sind scheinbar zwei RDA-Lager. Eins größer als das andere. Die schaffst du bestimmt alleine. Ich suche nach weiteren Lagern.
Lass uns in Kontakt bleiben. Die Himmelsmenschen werden ihre Rückkehr bereuen. Daylan, bist du da? Ich schicke dir Daten von einem RDA-Kommunikationsterminal. Da wird über Lagerstandorte gesprochen. Sotlek und ich kümmern uns darum. Warte! Hab sie! Okay. Oh, viel größer. Eine Art lokale Kommandozentrale. Sieht aus, als ob das kleine Lager eine Auffüllstation ist. Dort lagern Munition und Treibstoff für die Kommandozentrale. Vielleicht zuerst das kleine Lager? Dann hat das große Lager weniger für die Luftflotte. Eine sehr gute Idee.